Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in einem vorgestellt und zwar die Nummer 7 von Legend of Keepers. Wir hatten letztes Mal schon die Veteranen hier in der Mitte rauskristallisiert, dass wir die nehmen in der nächsten Runde und da werden wir wahrscheinlich dann auch einen auf die Mütze kriegen, weil die Veteranen ja dann doch stärker sind. Da würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir uns das dann auch mal wirklich an. Ne? Bis gleich. So, dann haben wir schon dolle Drommeln zum Angriff, ne? Dann gucken wir aber mal jetzt, dass wir das irgendwie hinkriegen. Vorbereitungsphase. So, die drei kommen auf uns zu. Und drei starke Kameraden. Ich weiß nicht, was das rote hier ist oder Türkis war. Ne, pink ist es eher. Ja, da müssen wir gucken, dass wir da mal was entgegensetzen können. Aber unsere Leute sind jetzt nicht so stark wie die, die da unten sind, ne? Die da haben. 120 ist schon das Beste, was wir haben. Würde ich jetzt mal einen hier hinsetzen. Was haben wir hier drin? 30 Naturschaden. Äh, 60 Luftschaden für den vorderen. Das ist auch der Schwächste. Dann nehmen wir die mal da rein. Und dann noch. Schade, die 70, ne? Ja. Die lebt nicht ganz lange, ne? Tristan hat auch schon 100. Demoralisiert nur einen. Hinten und vorne. Der auch. Der hier kann wenigstens alle. Und er hier nur passiv erhält plus 15 zu einer Resistenz pro Monster der Gruppe, das von aufgebracht profitiert. Komm, wir nehmen den dritten hier raus und schauen den nächsten. Jetzt müssen wir da eine ordentliche Falle hinsetzen. 10 Moral runter. Knochenkatapult, auch Moral runter. 10 Körperschaden, ist schon mehr nichts mehr. Naturschaden wendet Gift an. 15 Feuerschaden wendet Brennen an. 40 Naturschaden wendet Gift an. Nur der vordere. Hier alle. Ich mach mal den hier erst. So, hier dann der nächste Runde. Wieder mit einer Falle. Hier kriegt der vordere ein, hier kriegen alle 10 Naturschaden. Hier 10 Körperschäden und wende Bluten an. Komm, machen wir das. Und hier gibt es dann wieder Leute aufzustellen. Der kann zweimal vorne was machen. 50 Körperschaden, 38. Dann machen wir auch mal. Hier haben wir den Tulgam. Exodicum. Tulgam wende aufgebracht auf einer Monstergruppe an, verursacht Schaden und Moralverlust wird sich erhöht. Luftschaden auf alle. 9 Moral, Feuerschaden auf den letzten. Hinten Naturschaden. Kromok. 18 Moral runter. Passiv wendet aufgebracht auf die anderen Monster der Gruppe an, wenn Ork angegriffen wird. Ja, ich glaube, wir machen das mal mit ihm hier und ihm hier. Da wollen wir den hinteren dann betätigen, ne? Und das ist der Nummer 1. Gut, dann wollen wir mal schauen, wie wir da durchkommen. Aber da gibt es schon irgendeinen Buff. Das ist schon 20 Rutschein beim nächsten Zug. Windstoß. 18 Luftschaden, vorne 60, zack. Okay, das hat schon mal ein bisschen gesessen. Dann macht da hinten schon wieder was, für alle, schlecht. Jetzt kommt da noch ein Speer, oh, gleich schon kaputt, noch nicht mal einmal geschossen, alter ey. Trampeln, 11 Naturschaden oder 56 Feuerschaden, zack. Der erste ist gleich schon erledigt. So, vorne 49 Körperschaden, da geht die Moral runter. Ach, reicht leider nicht ganz. Aber da gab es noch was anderes für alle im Buff. Sehr schön.
So, er müsste jetzt wenigstens noch einmal was machen können. Ja, es sieht sogar aus, dass das noch klappt. Doch nicht. Da gab es noch einen Buff. Spalt da vorne 38. Ja, nützt nichts. Wir machen den. Gut, dann sind wir hier schon fast durch, ne? Weil der ist jetzt auch schon gestorben. Das war jetzt nichts, ne? Jetzt kriegen die alle einen ab. 20 und 15, das war jetzt nicht viel, aber was willst du machen? Brennende Peitsche. 66 Feuerschaden, wenn aufgebracht an. Entschüchterung. Bringt uns nichts. Brennende Peitsche vorne, zack. So, jetzt nochmal eine Falle. Die ist aber auch nicht so der Bringer, glaube ich. So, und da wollen wir hoffen, dass die jetzt hier was machen. Wir hoffentlich auch anfangen. Giftpfeil hinten. Giftbereich, Naturschaden vorne. Giftpfeil hinten. 50 Naturschaden. Puh. Ja, ist halt so. Machen wir erstmal, oder? Da gibt's Schnee. Nächster Schritt. Kriegt hier noch Schaden von der letzten Runde wahrscheinlich. Skelett. Feuerball hinten. 48 Schaden oder vorne demoralisieren. Ne, dann machen wir hinten. Sehr schön. Alles ist vorne. 38, 50 Körperschaden vorne. 50% gelähmt. Machen wir mal. Vielleicht. Klappt's ja, ne, sieht wohl nicht so aus. Okay, hinten sind wir schon erledigt. Und das Skelett ist auch weg. 50 Körperschaden vorne, betäuben. Ne, dann können wir das auch so machen, oder? Zack. Der ist hin und dann haben wir nur noch einen und wollen hoffen, dass wir diese Runde dann das schon erledigen. Hätte ich jetzt nicht geschafft, ne? Und da ist er weg. Hm. Haben wir die vorher gekillt? Ich hätte gedacht, dass wir die Veteranen nicht schaffen. Dungeon verteidigt 192 Unterwerfung. Sklavenhalter. 96 Luftschaden, 32 Luftschaden. Bluten 3, Bluten 4. 66, 79, brennende Peitsche. Die wird dann besser, ne? Und hier haben wir Maung. Regeneration plus 5. Ich glaube, wir machen... Na, Regeneration ist natürlich nicht schlecht, ne? Aber ich glaube, wir machen das hier. Das hilft uns mehr, glaube ich. Also 66 auf 79, das sind 13 mehr dann. Und was war hier? Nur die Regeneration plus 5. Das ist, glaube ich, einmalig. Und da von 26 Luftschaden auf alle Bereiche, weil wir da Feuerschaden war, vorne einer, ne? Ich nehme den. So, Motivation ist natürlich nicht so dolle, ne? Wir sind in Woche 30. Die machen wir auch noch gerade. Was sind Techniker? Bezahle Gold, um deine aktive Fallen zu verbessern. Ja, und Trainer? Bezahle Gold, um deine aktiven Monster zu trainieren. Händler? Kaufe dieses kubelosen Monster und Fallen ab. Nee, das wollen wir jetzt nicht. Eigentlich müssten wir das machen. Aber die Fallen sind natürlich der letzte Müll, den wir da haben, ne? Wir entscheiden uns aber dafür. Trainieren. 125 kostet der Spaß. Wenn ich den nehme, kostet 200. Das ist 40 Feuerschaden. Ich glaube, wir trainieren den mal. Ich glaube, mit 11 können wir nicht mehr viel anfangen, ne? Das war's doch dann, oder? Verlassen. Konnten ein Monster trainieren. Schade, oder?
Das ist in Alchemie. So, da können wir. Machen wir das doch nochmal. Wandeln wir das in Geld. Das würde auch nochmal gehen, oder was? Machen wir das nochmal so. Und dann können wir das nochmal machen. Dann hätten wir nochmal 160. Hier können wir nochmal verwandeln. Dann kriegen wir nochmal das Geld dazu. Vielleicht können wir dann nochmal nächstes Mal was für ein Monster tun. Schwarzmarktereignis. Ich mache mal Ereignis. Ein Liebhaber hat ein Artefakt bis zu dir verfolgt und möchte es zu einem sehr guten Preis kaufen. Offenbar hat er noch weitere ähnliche Objekte dabei. Einer deiner Angestellten könnte eines davon stehlen, ohne dass er überhaupt merkt. Kriegen wir 200, ne? Machen wir doch mal, oder? So, jetzt haben wir noch ein Abenteuer. Ich sag mal, das wird jetzt unser Abschlussabenteuer werden. Hier kriegen wir eine Falle, da kriegen wir einen Meisterbonus und da kriegen wir Monster. Hier würden wir das meiste Geld kriegen bei der Eishöhle. Komm, wir machen mal Veteran, weil wir wollen ja noch mal was erleben, ne? Gut. Jetzt haben wir hier ihn hier. Vorne. Vorne. Platzier die mal. Ja, komm mit. Wegen, ne, kann was ab. Er kann auch noch was ab. Vorne. Zack, nächster. Ja, hier haben wir jetzt nichts Dolles, ist klar. 15 Feuerschaden nehmen wir, bestätigen. Nehmen wir das gleiche nochmal in grün dann. Weiß nicht, ob wir da Moral was abzwingen können. Machen wir mal demoralisieren. Feuerschaden, Moral, das machen wir mal dahin, aber nee, den machen wir mal dahin. Hinten. Luftschaden. Körperschaden. Feuerschaden und Moral. Kommt dahin. Und Naturschaden wendet Gift an. Hinten? Ach, der ist jetzt zweimal hier auf der Karte. Ja komm, machen wir den auch noch und dann wollen wir schauen, wie es wird, oder? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht einen zu wenig gerade gemacht, aber ich glaube schon. Ich habe nicht bestätigt, dass der da ist, oder? Windstoß oder Luftschaden. Zack. Okay, der saß. Vorne Naturschaden. Okay. Naja, so toll ist es nicht, ne? Da ist sie schon kaputt. Vorne 35 oder Bereich 15 die Moral. Machen wir doch mal vorne einen drauf. Der nächste ist auch schon zerstört. Er hat jetzt auch noch was abgekriegt. Das war's. Nicht ganz. Spalter nochmal drauf. Und dann sind wir durch. Weil er stirbt jetzt. Würde ich sagen. Jo. Alle drei weg, ne? Hier kriegen sie alle ein bisschen was noch ab. Feuerschaden halt. Hier kommt der Chef. Die Peitsche hat mal geupdatet. Ja, zack. Hier geht die Moral runter, oder was war das, ne? Ich glaube ja. Okay, das war nix. Und hier hat man die Nase den einen verpasst, ne? Schicksal. Ja, kann nur hinten sein, ne? Läuft, oder?
Leider haben wir jetzt keinen für vorne. Und müssen hinten angreifen. Ist halt so, ne? Schicksal. So, nächster greift an und jetzt ist der dann gleich schon weg. Der hat aber selbst irgendwie Schaden noch genommen, oder wie sehe ich das? Okay. Er steht noch, gerade so. Ja, nützt nichts, hinten einmal noch. Und das war's. Aber er ist sogar tatsächlich jetzt hier kaputt gegangen. Und wir aber auch. So, jetzt kommt der Chef noch. Und das werden wir jetzt noch kurz erledigen. 50 Feuerschaden. 88 Körperschaden. Was haben wir hier? Luftschaden. Vorne, nee, dann machen wir das hier erstmal. Ja, das wird schon knapper, würde ich sagen, ne? Peitsche geht schon ein bisschen rein, ne? Ja, da werden wir schon angeschlagen werden, ne? Ja, 50% ist gleich schon runter. So, das war's. Und, ja. Das wird jetzt aber doch noch reichen, glaube ich. Zweimal und dann ist er weg, oder? Genau. Und der letzte. Haben wir das nochmal geschafft, ne? Aber das war knapp. Gut, du hattest den Schatz erfolgreich verteidigt. Helden getötet, Helden verwundet, Dungeon verteidigt. Skelettmarionette. 80. Die sind ziemlich schlecht, ne, muss ich sagen, ne? Also ich glaube, wir müssen jetzt hier was sowieso nehmen. Und müssen dann halt gucken, dass wir auf Dauer schlechte verkaufen und dann die anderen trainieren. So wird das wohl sein. Ja, ich schätze mal, ich würde den nehmen. Machen wir das doch mal. So, und dann, oh, der ist ja neu, der kann ja nicht negativ sein. Die anderen haben schon wieder Moral verloren, ne? Gut. Ja, dann würde ich sagen, sind wir aber erst wieder durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau, aber nicht in dieser hier, weil ich glaube, das war jetzt doch die letzte. Vielleicht irgendwann mal, weiß ich nicht, aber momentan tatsächlich nicht. Wir sehen uns dann. Ciao.